Hi Leute, ich möchte mal wieder ein neues Video drehen und keine Sorge, nix über Windows. Ich bin voll auf Linux spezialisiert, aber wir benötigen dazu Windows, da ich euch zeigen möchte, wie ihr ein Linux-Image auf einen USB-Stick schreiben könnt. Dazu braucht ihr ein Betriebssystem eurer Wahl, meinetwegen Windows, Linux oder Mac. Ich zeige es jetzt unter Windows, weil die Mehrheit aller Nutzer Windows benutzt. Das sollte selbstverständlich sein. Und ein Linux-Image. Also ein ISO-Image und ein USB-Stick, der genügend Platz hat, um ein ISO-Image zu speichern. So, da ich euch bei einem Windows-System anschaffen nicht helfen kann, da müsst ihr euch schon selber drum kümmern, zeige ich euch nur, wie ihr das Linux-System auf den USB-Stick schreibt. Dazu laden wir als erstes dieses Tool herunter. Das heißt Unit-Boot hin. Und ich setze den Link natürlich in die Beschreibung. Dann klicken wir auf unser System. Ich klicke jetzt auf Windows und lade es direkt herunter für Windows. So, wird direkt heruntergeladen. Mein Rechner ist irgendwie langsam. Komisch. Gleich ist es fertig. Und schon starten wir es direkt. So, da haben wir jetzt erstmal so ein recht kompliziert aussehendes Tool. Aber es ist eigentlich ganz leicht. Nun müsst ihr euch logischerweise eine Linux-Distribution eurer Wahl herunterladen. Ich mache es jetzt mit Linux Mint aufgrund eines Zuschauerkommentares unter einem Video. Aber das funktioniert auch mit den hier genannten Versionen ganz gut. Bei OpenSUSE hat es nicht geklappt. Da braucht ihr es nicht probieren. Aber Linux Mint nehme ich jetzt mal. Ich habe jetzt die Version 15, nämlich die 64-Bit-Version. Und dann müssen wir hier das Laufwerk raussuchen. Welches Laufwerk habe ich hier als USB-Laufwerk? Das ist F. So. Suche ich erstmal das ISO-Image raus. Was habe ich hier gespeichert? Linux-Distribution. Welches nehmen wir denn mal? Linux Mint. Mint, da haben wir es. So, Linux Mint 15. Cinnamon, 64-Bit. Und das wird jetzt direkt auf den USB-Stick geschrieben. Wenn diese Meldung bei euch kommt, was unwahrscheinlich ist, da ihr das Tool noch nie benutzt habt, drückt ihr einfach auf Yes to All. So, jetzt wird das rüber kopiert. Das kann durchaus eine Weile dauern, da das nicht gerade wenig ist, so ein ISO-Image. Ja. So, und schon ist er direkt fertig. Das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Ich habe, wie ihr seht, auf Pause gedrückt. Ne? Also, das kann je nach USB-Geschwindigkeit schon mal dauern, ne? Jetzt könnt ihr direkt auf Neustarten klicken und der Rechner startet sich automatisch neu. Wichtig ist, dass ihr im Bootmenü einstellt, dass ihr von USB-Stick starten möchtet. Um ins Bootmenü zu kommen, müsst ihr einfach die Meldungen auf eurem Bildschirm angucken. Da steht das meistens. Bei mir ist es F8. Es gibt auch welche mit F12 und F2. Alles verschiedene. So. Wie ihr ein Linux installiert, das zeige ich jetzt nicht in diesem Video. Dazu kommt vielleicht noch mal ein anderes Video, aber das war's jetzt auch schon mal. Ciao, man sieht sich.